Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge in Spacecam. Ja, letzte Folge war ja katastrophal. Ich habe mir dann nochmal meine eigene Lösung, wo man das Gimmick dann im Kopf hatte, habe ich mir dann nochmal meine eigene Lösung zusammengeklickert, die ähnlich funktioniert, ein bisschen anders aussieht als die Lösung, die ich im letzten Video präsentiert habe aus meinem ersten Spielstand. Aber im Endeffekt passiert genau dasselbe. Es wird halt hier abgelegt, das Element, entweder Titan oder Zink, dann wird hier geguckt, was ist es, und dann holt sich der rote Waldo, holt sich das ab und legt es zusammen. Und der blaue transportiert das dann weg, indem wir das wieder hier runterziehen, damit wir das nochmal prüfen können. Und das habe ich halt im letzten Video nicht geschafft und so weiter. Und ja, diese Lösung funktioniert definitiv. Jetzt, ich habe es extra ausprobiert. Ist, ja, nicht die beste, aber ist mir egal. Und, ich habe beschlossen, je nachdem wie das Video hier heute läuft, wir haben noch 1, 2, 3 Missionen bis zum Boss, vielleicht kommen wir bis zum Boss, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, je nachdem wie es hier läuft, oder ich denke mal generell, es wird hier das letzte Video von Spacecam sein, weil einerseits möchte ich natürlich auch vorwärts kommen, ne, gibt ja noch ein paar andere Sektronics-Spiele, die ich gerne zeigen möchte. Zum anderen ist das Spiel natürlich etwas schwerer, weil es mit eins der ersten ist. Man ist ein bisschen mehr gefangen in so einem Raster. Man hat nicht viel Platz. In Exapunks hat man relativ viele Freiheiten. Und es ist natürlich auch so ein Spiel, was blöd ist, in einer halben Stunde in so ein halbstündiges Video reinzupressen. Weil gerade in den späteren Rätseln ist es halt schon so, ich habe dann da gesessen und Stündchen oder so da verbracht und dann wirklich mal eine Viertelstunde wirklich überlegt, wie machen wir das? Das kann ich hier nicht bringen und ich will das hier auch nicht zusammenschneiden, das ist ein bisschen doof. Das Kernprinzip sollte klar sein vor dem Spiel und ob das was für euch ist oder nicht, und so spoil ich euch natürlich auch nicht. Ja, die Leute, die hier an der Lösung interessiert sind, nein, werde ich euch nicht liefern. Da gibt es genug im Internet, auch Screenshots von Sachen. Ja, geht weiter mit kein gewöhnliches Kopfweh. Kein neues Training, aber neue Story. Unser Chef hat Kopfweh und so viel kann ich schon mal spoilern. Da ist irgendwie ein Bösewicht, ein Alien. Jeder Planet hat irgendeine Alien-Geschichte da laufen. Das geht so ein bisschen alles, ja, vor die Hunde. Gut, wir haben hier Stickstoff und Sauerstoff und müssen Stickoxid bauen. Das heißt, wir müssen die Scheiße auseinanderpflücken. Das dürfte noch relativ einfach gehen, weil im ersten Schritt müssen wir hier hingehen, egal was hier kommt. Das muss auseinandergepflückt werden. Das heißt, wir sagen rein, grab, drop, dann müssen wir sagen minus, minus, minus. Und das Einzige, woran es jetzt wieder scheitern kann, ist, dass mir hier der Platz wieder ausgeht und ich hier nicht genug Kreuzbahnen fahren kann und solche Geschichten. Warte mal. BZW. Müsste eigentlich die so hier hinlegen können. Ne, und je nachdem, was wir dann kriegen. So, wir machen das nämlich so rum. In. Dann setzen wir hier den Schalter hin. Entweder haben wir Stickstoff oder Sauerstoff. Und dann sage ich nämlich, dann kommt hier oben Stickstoff raus, nicht verbunden. Und hier unten kommt Sauerstoff raus. Nicht verbunden. Ne, so oder so. Genau, also wenn hier N, dann wird der ganze Kram hier oben lang geführt. Drop. Minus, minus, minus und raus. Und wenn
doch, dann geht's hier hin. Drop. Na, ich hau dann jetzt einfach mal beide hier raus. Also kann ich hier lang? Macht, glaube ich, keinen Unterschied. So, würde das denn rein theoretisch schon funktionieren? So, und streng genommen könnte ich jetzt natürlich, wir haben jetzt hier so einen schönen Recycler, da kann ich alle möglichen Mist reinschmeißen. Aber ich glaube, ich kann das... Das wird bestimmt wieder mein Untergang sein. Ich versuche hier clever zu sein. Ja, wir sollten die Sachen natürlich auch grabben. So und so und so. Zack, wir haben Sauerstoff. Das kommt dann hier unten hin. Pam, pam, pam. Na, und das wird dann hier alles schön auseinandergepflückert und dann hier gelagert. Das Problem ist jetzt natürlich, dass wir hier natürlich alles voll haben mit Kram. Aber das macht nichts, denn hier müsste ich jetzt rein theoretisch beziehungsweise lalala, wir kleistern hier einfach die Gegend jetzt voll und machen hier, dass sie ungefähr gleich laufen. Und dann kann ich nämlich hier Stickoxid hinlegen. So, und da kann ich dann nämlich sagen, nee, kann ich nicht, stopp. Aber wir wissen, es kommen immer zwei. Die Frage ist, welcher kommt zuerst? Das kann ich beobachten. Eins, zwei. Das ist immer von links nach rechts. Gucken wir mal. Scheint immer von links nach rechts zu sein. Also hier ist der erste und dann der zweite. Ja, okay, gut. Sehr schön. Also, wir kriegen immer erst den und dann den. So, sagen wir hier so. In bla. Grab. Dann haben wir hier Stickstoff. Den legen wir hier hin. BZW, ich kann das tatsächlich sehr gut parallelisieren. Den brauche ich gar nicht. Ich mache jetzt erstmal mit dem roten. Sagen wir in grab. Dann sage ich hier Beta. Drop und Bond. Überlege, ob ich so, dann haue ich den vielleicht hier unten hin, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Ich will hier noch einen Sync drin haben, gell? Das treibt natürlich die Symbolgröße wieder in die Höhe. Aber das macht nichts. So, plus plus haben wir. Out. Nicht Input.
Dann haben wir hier nämlich den Sync. Beziehungsweise hier kommt der erste Sync, hier kommt der zweite Sync, weil wenn der durch ist, beziehungsweise wenn ich mir den geschnappt habe, dann kann ich mit dem zweiten hier loslegen und das gleiche tun. Gucken wir erstmal, ob das funktioniert. Der muss ja jetzt hier auf Stickstoff warten. Feuer wird das sowieso nichts. So. Ah ne, warte mal. Ich muss. Ich muss. Tatsächlich warten, bis der durch ist. Und dann muss ich mir nämlich den anderen schnappen und dasselbe für den machen. Weil der zweite kommt ja dann hier an. Drop. Gelb. So, kann ich mir hier einen Pauseknoten hinstellen? Genau, der muss dahin, weil der muss hier synken und warten. Das hier warten wir jetzt, bis hier ein Natrium kommt, NN. Beziehungsweise das kann ich umbasteln in so. Dann kommt hier nämlich an zwei verschiedenen Stellen Sauerstoff an. So, auf jeden Fall kommt jetzt hier was. Hier liegen zwei schon. So, jetzt ist der blaue unterwegs. Warten wir hier wieder auf den Stickstoff. Mit dem Pauseknoten kommt. Stopp. So. Kann ich löschen jetzt. Das einzige Problem, was wir haben können, ist, dass das hier vollläuft und dass das hier irgendwo nicht weitergeht. Reaktionsfehler. Warum? Kollision zwischen Atomen nicht erlaubt. Was ist hier passiert? Sauerstoff, Stickstoff. Sauerstoff. Ich gucke jetzt hier unten. Sauerstoff, wir haben sehr viel Sauerstoff übrig. Jetzt warten wir hier wieder auf den Stickstoff. Da fährt der rote. Okay, irgendwas klappt nicht, weil der hier sofort einen Input kriegt. Haben wir noch irgendwo einen Sync drin, den ich nicht sehe? So, Start, der wartet. Start. In. Die laufen auseinander. Das ist nicht gut. Der soll warten. Wann soll der denn warten? Hier muss ans Ende auch noch ein Sync dran. Wir haben zu wenig Platz. Definitiv.
irgendwie treffe ich das T hier nicht. Vielleicht helfen zwei Syncs. So, und das habe ich jetzt nämlich befürchtet, dass es hier nicht weitergeht. Weil eben nicht genug Sauerstoff ankommt. Beziehungsweise wir haben zu viel. Das heißt, wir müssen Kram wegschmeißen. Das heißt, hier kommt Sauerstoff und Stickstoff eigentlich an, immer irgendwie. Da müssen wir mal gucken. Das ist dämlich. Das heißt, da wir hier sehr viel mehr 75% Sauerstoff kriegen, haue ich jetzt hier noch einen Reaktor hin. Der Sachen wegschmeißt. So, da kann ich nämlich sagen, in Alpha. Wenn wir nämlich hier einen haben, wenn er hier nämlich Sauerstoff kommt. Dann schnappen wir uns den. Ansonsten schmeißen wir den nämlich weg. Und das können wir. Ganz oft machen. Ah, mit einem Sync auf ewig. Ich drücke die falschen Tasten. So, weil die kommen immer abwechselnd. Das heißt, der Rote schnappt sich eigentlich immer irgendeinen und der Blaue halt immer den anderen. Das heißt, rein theoretisch könnte ich das hier sogar weglassen. Weil der kommt immer als erstes und der kommt immer als zweites. Dann ist nämlich der Blaue derjenige, der halt immer hier weitermacht. Ne? Weil der Rote hat Vorrang und dann wartet der Blaue nämlich. So, das heißt, wir haben dann hier O und hier ist Recycler, ist völlig egal. Dann haben wir hier, hier kommt halt immer viel Stickstoff an. Oder, obwohl das macht das auch nicht. Ich gucke jetzt mal, ob das funktioniert. Der soll erstmal den Sauerstoff reduzieren. Das war eine halbwegs vernünftige Ratio zwischen Sauerstoff und Natrium haben. Ein ungültiges Molekül wurde zugewiesen. Warum das denn? Das kann doch gar nicht sein. Natrium, Stickstoff. So, N. Ach, weil wir jetzt hier den zweiten Sauerstoff nicht kriegen. Genau, die kommen jetzt alle da an. Hallo? Na, weg. Das muss ja jetzt auch hier hin, weil der Sauerstoff kommt nur noch von hier. So, einen blauen Pause haben wir jetzt auch hier rein.
So, wir kriegen Natrium. Dann holen wir uns den Sauerstoff hier raus. Kriegen wir das zweite Natrium. Wie viel haben wir hier? Auf jeden Fall sind die Rohre sehr viel leerer. Drop. Sauerstoff. Raus. Jetzt warten wir auf das nächste. Natrium. Sauerstoff. Wieso immer Natrium? N. Stickstoff und Sauerstoff muss das sein. Jetzt haben wir das. Ja, ist aber auch schon wieder voll alles, ne? Ich lasse es jetzt mal drauf ankommen. Reaktionsfehler. Hört halt nicht auf, ne? Dann synchronisieren wir die halt am Ende. Wunderbar. Was ein Scheiß. Ja, jetzt 20 Minuten für diese Kacklösung gebraucht. Kann nicht sein. Ja, ich denke mal, ich werde es dabei belassen. Gut, im nächsten Video geht es dann weiter mit, wie heißt das Spiel? TES 100. Ich denke mal, wir werden da ähnlich weit kommen, weil ich habe es tatsächlich auch nicht so weit gespielt und ich muss auch mit der Syntax wieder gucken, weil es ist ein Programmierenspiel. Ähnlich wie Exapunks. Aber halt in einer etwas roheren Form. Ganz witzig, aber auch nicht gerade einfacher dadurch. Und ich denke mal, da werde ich halt auch nicht so super weit kommen, aber auch, dass man vielleicht mal einfach mal auf den Geschmack kommt. Und genau, da schauen wir uns dann mal im nächsten Video um. Das war's für Spacecam. Ich hoffe, diese Art von Spiel macht euch Spaß. Holt's euch, grübelt da selber rum. Wie gesagt, das ist halt was, das kann man wunderbar Nachmittag mit verbringen. Einfach mal hinsetzen, ein bisschen knobeln und dann freut man sich, dass man Rätsel geschafft hat und dann reicht's auch für den Tag. Und die Sachen werden halt nicht einfacher. Definitiv nicht. Ja, genau, das war Spacecam. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.